Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total War Rome 2. In der letzten Folge hat ja Makedonien sein ganzes Heer gegen uns aufgeboten und ist sang- und klanglos untergegangen. Jetzt versuchen sie es wieder und mal gucken, wie es diesmal ausgeht. Ich schätze mal, ich gewinne wieder, aber vielleicht lassen sie noch was anderes einfallen und attackieren uns mal jetzt von allen Seiten. Und hoffentlich stelle ich auch mal meine ganzen Barrikaden auf der richtigen Seite auf und nicht auf der Seite, wo keiner angegriffen hat das letzte Mal. Naja, werden wir ja gleich sehen. Auf jeden Fall ist deren Armee schon deutlich geschrumpft. Das waren letztes Mal 3000, jetzt sind es gefühlt 1,5. Bei voller Stärke sind die auch nicht mehr, die ganzen Einheiten bei dem. So. Würde ich mal sagen. Machen wir ein paar Cremefüße hier davor. Quatsch. Immer noch mit rechts. Hier davor. Aber ich glaube, mit Pferden wird er nicht mehr kommen. Töpfe mache ich hier hin. In der Hoffnung, dass wir die auch mal entfachen können heute. Barrikade hin. Und wir machen die Barrikade hin. War zwar nicht großartig Sinn, aber naja. So. Die Pikiniere sind noch bei voller Stärke. Bereit! Form eine Phalanx! Speere raus! So. Piken-Infanterie bereit! Die sind nur noch halb so stark. Setz ich mal nach hier. Na, richtig. So. Sehr schön. Bereit zum Einsatz! Ja, die könnte ich sogar nehmen. Bereit! Bin bereit! Und raus. Geschosse warten auf Ziele! Ja, die kommen ja gleich, die Ziele. Zu Befehl! Zu Befehl. Ich tendiere mal nach Befehl da. Befehl verstanden, Speerträger! Nur die Stimme von Thaddäus. Ne? Zu Befehl! Ha! Brennt sie nieder! Brennender Schuss geht. Sehr schön. Pflanzen, Hippies! Na, die Pferde machen auch mal ins Zentrum. Hopliten bereit! Also als zweite Front dahinter. Zu Befehl, eure Befehle! Und hier als zweite Front dahinter. Falsche Richtung. So. Schon geht's los. Wir stehen hier im Namen der Ah, sehr gut. Die nicht kämpfen können, die sich auf uns verlassen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Familien, ihre Götter. Diese Pflicht mag auf unseren Schultern lasten, doch erfüllt sie uns auch mit Stolz. Nun zu den Waffen! Oh. Der Feind der ungewaschenen Kerne, sie wehren sich. Woher weißt du, dass sie ungewaschen sind? Hast du mit denen gekuschelt oder was? Lass uns ein bisschen vorstuhlen. Oh, ja, ewig, bis die hier sind. Der Rest kommt wieder von da. Sehr gut. Aber das bisschen schaffen die Pikiniere. Solange es nicht wieder 500.000 Steinschleuderer sind. Na gut. Die Speerträger machen auch ganz schön Schaden. Wenn sie sich mal in Rage geworfen haben. So, das lassen wir mal normal laufen. Ja, dann noch ein paar Steinschleuderer. Wow, hier sind die ganzen Bayern. Na gut. Abwarten. Bogenschützen! Na los, kommt. Mach die Werfen jetzt von da. Speerträger! Werfen die denn? Nein, die werfen nicht.
doppelte Geschwindigkeit! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Wehrträger! Ja, bis vor's Tor können die wehren. Also in einem Grund wehren sie trotzdem nicht. Aha. Söldner, ne? Die werden nicht lange standhalten. Wie heißt die Einheit? Nee, da. Da breche ich mir eine Zunge ab. Sehr schwere Pikeninfanterie. Naja. Kriegt man schon irgendwie platt. Schön! Schön zustechen, Jungs. Immer schön zustechen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier wird schon geflohen. Beziehungsweise die blinkende Fahne, das ist ja erstmal wankend. Wenn die fliehen, sind die eigentlich gar nicht mehr. Sind die gar nicht mehr zurückholbar. Wir laufen an alle Himmelsrichtungen. Oha. Oha. Ich erwarte eure Befehle. Ich fand, dass ich hier durchbrechen soll. Aber ganz schön. Dann schießt doch mal auf den Feuer, du Scheiße. Nein, nicht hinrennen. Warum wollen die denn da hinrennen? Schnell vorrücken! Da auf den. Ja, nochmal so einen Topf da erwischen. Unser General wird angegriffen! Los, entfach das Feuer endlich. Irgendwo rausreiten können mit meinem Horn, das wäre das gut. Kavallerie, vorrücken! Geschosse bereit zum Einsatz! Ah, Bogenschützen. Juhu, die Töpfe brennen, das ist gut. Sie brennen. Ah, hahaha. Nicht gut. Nicht gut. Die Pikiniere minimieren sich hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Vorrang! Befehl verstanden! Kommandant! Machen wir hier die Linie dünner? Hopliten! Die Hopliten, die hole ich auch noch dünner. Boah, das ist schon eine ganz dünne Linie, Pikiniere. Das wird die höchste Eisenbahn. General, warum reitet ihr nicht durch? Ich erwarte eure Befehle. Zum bereit zum Einsatz. Formation bilden. Liegt bereit. Ich erwarte eure Befehle. Befehl verstanden. Zu Befehl, Kommandant. Die Männer wanken. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wäre Kavallerie bereit von dir hin? Ah. Kommandant! Verstanden! Da eine Linie bilden jetzt. Kicken! Befehl verstanden! Speere raus! Auf Liegen bereit! General! Einstieg! Reitet rein! Man reitet hier rein. Ein Vorwärts! Wir erwarten eure Befehle! So, die können sowieso nicht mehr schmeißen, also auch im Nahkampf. General! Au, weia. Die Pikeneinheit, die ist auch ganz schön stark. Müde. Die sind noch frisch. Trotzdem, ihr verlasst nicht eure Formation.
So, Linie hält. Sehr gut. Die lassen sich ja abschießen. Das ist natürlich auch kacke. Löscht sie auf! Genau, auslöschen. Alles auslöschen. Die Speerkämpfer erwarten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Nein, nicht fliehen. Das ist ein schändlicher Angriff. Mano. Die Krieger erwarten euch. Los, ist dir noch weghauen hier. Weg, 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 weg. Sehr gut. Reitet! Reitet! Naja, immer noch ausgeglichener Kampf. Das klingt gut. Jetzt bricht auch die Moral von den anderen. Beziehungsweise sind die nicht mehr so. Sind nicht mehr so tapfer am Kämpfen. Und jetzt rein da los. Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Nee, jetzt machen wir alle platt, damit nicht nochmal wieder so viele kommen. Hiernach müssen wir uns trotzdem erstmal auf eigenes Territorium zurückziehen und ein paar neue Einheiten rekrutieren. Der feindliche General ist tot. Sehr gut. Noch ein General weg. An Angriff! Drückt von der anderen Seite los. Zerdrückt sie. Schneidet sie in Stücke. Sehr gut. Also irgendwo sind hier noch gegnerische Einheiten drin. Die versuchen zu fliehen. Damit kriege ich die gar nicht erfasst. Gepriesen! Na, noch. Noch sind da ein paar. Also die Stadt einnehmen, müssen wir gleich mal sehen, wie es bei uns mit unseren Truppen aussieht. Jetzt nur nicht das Feuer anfachen, aber das wäre nicht gut. Das wäre definitiv nicht General! Gut. General! Der feindliche General ist tot. Ah, jetzt sind alle Generäle tot. Sehr gut. Das genügt. Yeah! Knapp besiegt, das sehe ich auch so, dass das knapp war. Das war wirklich knapp. Aber sehr gut gehalten. Sehr gut gehalten. Die Pikeniere haben ja fast die komplette Einheit verloren. Die paar, die geflohen sind. Doppelsilberbalken. Sehr schön. Also die Einheiten sind schon richtig kostbar. Richtig kostbar. Also so viele Generäle, wie wir jetzt bei Makedonien weggemacht haben, so viel können die gar nicht nachrekrutieren. Leider auch nur nicht vorher, wo die kommen. Das ist immer so ein Glücksspiel. Stech ihn ab! Versklaven! Naja, töten. Tot. Der göttliche Pharao, Erbe des Osiris, kennt den Krieg selbst, doch er fordert, dass auch ihr ihn führt. Wo liegt denn Media? Im Mediapark oder was? Okay, wir treten mal bei. Wir könnten auch Pulpo Deva angreifen. Das sollte eigentlich zu schaffen sein. Aber ich würde liebend gerne erstmal meine Einheiten ein bisschen aufstocken. Thank you.
Tanaka ist eines natürlichen Todes gestorben. Nächste Forschung fertig. Wünscht einem eurer Charaktere zu adoptieren. Komm, wir adoptieren den. Politische Intrigen. Konsequenz. Er hat das Angebot angenommen und seiner neuen Partei Treue geschworen. Jetzt verfolgt er ihre Interessen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Zu euren Diensten. So, hier erstmal die Stellung. Stellung keine. Eigenes Territorium. In Bewegung. Ich erwarte weitere Befehle. Die leiden ja Schaden. Kann ja nicht sein. Arsch. In Bewegung. Ah, Krankheit in der Truppe. Das ist natürlich kacke. Nehmen noch ein paar Pikiniere. Schreibt euch ein für ein Leben voll Ruhm. Per Tasten und noch eine Einheit Burger. Dann sollte es erstmal soweit reichen. Kommandant. Und ihn ziehen wir hier hoch. Rückt vor! Ich erwarte weitere Befehle. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich glaube, wenn ich mit denen rausgehe, schnappt sich irgendjemand anders die Stadt. Da ich jetzt auch keinen Lust auf. Was haben wir denn an Einheiten endlich mal drinnen? Hm, die sind voll genesen. Pikiniere, leichte Hopliten, Burgerwehr. Wobei die Einheit ist ein Zugweite. Erfüllt eure Pflicht, Männer! Ja. Kommandant! Versuchen wir's. Wir werden diese Siedlung einnehmen! Ja, definitiv werden wir diese Siedlung einnehmen. Die Siedlung wird belagert! Es reicht nicht bis dahin. Das ist ja traurig. Das ist ja richtig traurig. Und ich kann wieder keine Hunde rekrutieren. Schade, ey. Absolut schade. So. Wir haben letztens die Konstruktion 1 zu Ende gemacht. Größere Stadt. Tempelaufbau. Naja. Ich würde sagen, minus 2 Korruption in euren Provinzen. Mögliche Rekrutierung von Würdenträgern mit Rang 1 und eine Bibliothek ist baubar. Wohlstand durch Kultur in allen Regionen. Minus 10% Auftreten politischer Vorkommnisse. Plus 2% Steuersatz. Bei Steuern, da kannst du mich immer fahren. Das mit der Krankheit ist echt ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Was habe ich hier? Chance auf erfolgreichen Hinterhalt. Nahkampfangriff von Nahkampfinfanterie bei der Rekrutierung. Rüstung für alle Einheiten, das ist natürlich viel besser. Nehme ich das. Ich erwarte eure Befehle. Die Krankheit ist echt kräftezehrend. Die Flotte meldet sich. Fahren wir mit dem Bildchen nach hier. Mal gucken, was wir hier, ob wir hier was Besseres rekrutieren können. Gibt es nichts weiteres? Ja. Ah, jetzt. Auch nur dasselbe. Schade. Schade, schade. Schade, schade, schade. Hätte ich nicht noch hier unten Name? Ach ne, hier drüben. Hier drüben. So, gucken wir mal, wie es politisch aussieht da oben. Unfreundlich. Ja, da versuch die Wahrheit nicht mit Honig. Sprecht offen und ich werde. Sehe ich aus wie eine zivilisierte Stadthure? Nein! Warum behandelt ihr mich dann wie eine? Ich hab nur höflich gefragt. Wenn du dich als Stadthure siehst. Denkt ihr, eure Wertlosigkeiten wecken unser Interesse? Spart sie für kleinen Jungen, die ihr so gern habt. Hey, hallo. Keine Beleidigung. Wie sieht's denn bei denen aus? Seid gegrüßt und nun sprecht offen, denn wir sind ein ehrliches Volk und wissen, Aufrichtigkeit in anderen zu schätzen. Die wollen auch nicht. Die da Orsen. Die könnten
Wir hören uns eure Angebote gern an, aber wickelt sie nicht in Lügen ein. Die Geister kennen die In Lügen? Mal gucken, ob Sprecht, jetzt... mein Freund. Und ich werde eure Worte mit dem karthagischen Volk teilen. Mit allen? Der Handel mit eurem Volk wäre den Karthagern von... Ich hab Wein, ich hab Marmor, ich hab Blei, ich hab alles da. Ich hab Gyros. Lügen. Sprecht, mein Freund. Entlastet euch der Diplomatie, damit wir nach der Art einfach... Eure Zunge ist gewandt, doch in eurem Vorschlag liegt kein Nutzen. Ich nehme im Namen meines Herrn an, denn er traut meinem Urteilsvermögen. Ich auch, ich auch. Mit wem seid ihr denn im Krieg? Garamanten, Syrakus, Rom und Sklaven. Ja. Die haben also schon Sklavenprobleme da unten. Wundert mich auch nicht bei dem afrikanischen Volk da unten. Ihr seid willkommen! Doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten, dass ihr sinnvoll und ehrlich sprecht. Nee, mit denen will ich eigentlich nicht großartig mehr reden. Pergamon, genau. Ich warte mit Spannung auf eure Botschaft, die zweifellos von der Weisheit Athenes selbst inspiriert ist. Angenommen. Wir. Ja, Handel auch noch? Sehr schön. Ich muss annehmen, auch wenn es meiner Ehre missfällt. In euren Worten steckt viel Wahrheit. Ja, sehr viel Wahrheit. Unentdeckte Fraktion mit Media. Seleukiden. Aha, stimmt. Das sind ja auch noch so die. Persien. Ach, Persien. Das ist auch noch ein weiter Weg bis dahin. Ich heiße euch im Namen des Volkes willkommen und höre euch an. Also, ich muss sagen, Rom ist als nächstes fällig. Ich höre euch zu, wenn ihr aufrichtig sprecht. Syrakus. Die Wahrheit... Syrakus möchte auch nicht handeln. Na ja, gut. Gucken wir mal eben, mit wem wir alles handeln. Handel und Finanzen. Also, ich könnte jetzt hier die Steuerschraube ein bisschen höher setzen. Würde dann vielleicht 500 mehr kriegen, aber dann ist das mit der öffentlichen Ordnung sehr, sehr kritisch. Und wir haben kein Wachstum. Also das Wachstum ist halt minus 1. Das ist es mir nicht wert. Nee, muss ich nicht haben. So, wir produzieren Blei, Wein und Marmor. Ja, so wie ich gesagt habe. Oh. Gesamtwert der Exporte ist 1776. Nicht schlecht, nicht schlecht. Am besten wäre so eine Übersicht, genau. Wir steuern so viel am Handel, sehr gut. Fast genauso viel. Also der Handel ist schon mal sehr wichtig. Ja. Wir müssen trotzdem noch ein bisschen mehr für unser Einkommen tun. Der Handel hält nicht ewig. Der Handel hält nicht ewig. Ich erwarte eure Befehle. Was können wir hier rekrutieren? Hopliten? Nee, doch, Hopliten, genau. Gut, dann muss ich wundern, hoffen, dass die Krankheit dann nachlässt. Ach so, die Krankheit breitet sich generell in Pulpodeva aus. Zu viel Tod. Und zu viel Verwesung. Da helfe ich euch nicht bei. Jetzt schnappen die sich die Stadt. Das gibt's doch nicht. Ist das ärgerlich. Ah, hilft alles nichts. Hilft alles nichts. So, die Krankheit ist vorbei. Beeilt euch, Männer! Ist gut. Lassen wir trotzdem noch ein bisschen regenerieren. Wir hungern nach einer Stadt. Jetzt holen wir uns die Stadt. Was fällt denn ein, uns die Stadt zu klauen? Also habe ich. Und das ist unsere Stadt. So, dann bin wir belagern einfach. Kommandant, an den Toren.
Hier setzen wir die mal rein. Können wir noch ein Magus-Haus was bauen? Ah, sehr gut. Produzidee-Ressource. Ja, rekrutieren. Eigentlich nur für Ehre. Ich bin so ein Freund von Tod. Hier müssen wir ein bisschen mal aufstocken. Ponys, Pikeniere. Ja, reicht erstmal. Ah, ja. Die römische Stadt ist total unbewacht. Im Prinzip aufs Boot. Rüber, fertig. Moment. Römerin wird doch rüber. Ich meine, so wirklich starke Truppen kann ich eh nicht rekrutieren. Dieser kann ich ausbauen. Machen wir es einfach mal. Oder? Nächste Runde bauen wir doch was Schönes rein. So, Runde beenden. Nächste Runde holen wir uns die Stadt. In der Hoffnung, dass sie angreifen. Kulkudeva hat ja schon Mauern. Da müssen wir erst die Mauern überzwingen. Was nicht so einfach sein wird. Oh, sehen wir gleich. Haben nicht angegriffen. Kommandant! Ich könnte aber auch mit denen noch zur Unterstützung kommen. Nee, die lasse ich noch ein, zwei Runden regenerieren. Ist viel wichtiger. So. Jetzt machen wir hier. Ich habe jetzt schon den Bauernhof. 22 Nahrung ist okay. Hier könnte ich einen Versammlungsort machen. Versammlungsort bringt mir was danach? Aha, Gymnasia. Öffentliche Ordnung pro Runde. 80 Wohlstand durch Kultur. Kapelloi. Ah, es wird dann irgendwann später ein Freiluftmarkt. Okay, gut. Dient also mehr der Unterhaltung und des Handels. Gut. Nehmen wir das doch. Ich nehme nämlich noch einen schönen Tempel. Schrein des Ares. 5% Moral der Einheit. Ja, bei der Rekrutierung erst, na gut. Ja. Nur das. Klingt am besten. Du, wir haben davon gesprochen und schon sammeln die sich da wieder die Römer. Jetzt hätten sie es geahnt. Was ich dahin will. Für die Götter! Greifen wir einfach mal an. In seinen Einheiten sind ja auch schon deutlich am Hungern da drin. Und er hat ganz viele Reiterei. Ich hoffe, ich habe genug Leitern mit. Ich als erstes auf die Leitern schicken. Leichte Hopliten. Oder generell Hopliten-Einheiten. Erstmal durchgucken, wo ein idealer Punkt ist. Das sind wahrscheinlich noch kleine Holzmauern. Trockner, das ist gut. Ne, es sind doch schon Steinmauern. Schön, schön. Vier Leitern, das sollte gehen, das sollte gehen. Okay. Ich mache erstmal hier an der Stelle erstmal Schluss. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.